Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Star Wars Outlaws. Ein Spiel im Star Wars Universum, wer hätte das gedacht, von Ubisoft, was ich sehr, sehr erwartungsvoll habe herbei entwickeln sehen, kann man das so sagen. Ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut, das wäre das, die einfache Variante, das auszudrücken. Ich habe schon einmal ganz kurz reingeguckt, ob alles läuft, und habe aber nicht jetzt weitergespielt, weil ich das Game mit euch zusammen machen wollte. Wir schauen einfach mal rein. Und gucken. Es gibt ja so durchwachsene Reviews, die ich immer nicht so ganz verstehe. Einige finden es richtig cool, andere Leute haben Probleme mit diesem Titel. Ich werde jetzt rausfinden mit euch gemeinsam, wo wir da stehen. Und wir beginnen, glaube ich, mit einer kleinen Intro-Sequenz. Deswegen rede ich die ganze Zeit, weil ich auf die Intro-Sequenz warte. Müsste eigentlich gleich losgehen. Und dann seid ihr von Anfang an dabei. So, jetzt machen wir erstmal das hier. Ja, hätte ich auch schon längst starten können, ne? Ich habe das Starten des Spiels so getimt, dass die Intro-Sequenz kommt, wenn der Stream anfängt. Hätte ich mir aber komplett sparen können. Da kommt noch so viel Kladderadatsch. So. Lucasfilm Games. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ich spiele es mit Pad. Man kann es natürlich auch gut mit Maus und Tastatur spielen, aber es ist, glaube ich, auf Pad optimiert. Mach ein neues Spiel, wenn es geht. So, wir machen ein neues Spiel. Ich habe nicht viel gezockt, deswegen brauchen wir nicht fortsetzen. Und dann seht ihr auch die Intro-Sequenz. Ich glaube, es lädt noch ein kleines bisschen. Solange es lädt, können wir uns dann nochmal groß machen. Ja, also, was mir direkt gefallen hat zu Beginn, war die Optik. Ich war mir nicht ganz sicher, weil viele Leute haben immer viel zu kritisieren gehabt, aber mir hat die Optik direkt gefallen. Ich fand das sehr Star Wars-artig umgesetzt, so vom Look her. Wir gucken gleich nochmal auf die Grafikeinstellungen. Da gibt es nämlich so ein paar Regler, über die wir mal reden müssen. So, jetzt sind wir endlich im Intro, ha? Hungrig? Oh, endlich ist Serek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Die Hutten sind natürlich diese Dies großen, die wurmartigen Viecher. Unterwelt. Jabba the Hutt der kleine Todesstern ist ein Hutte, des Imperiums wurde in Stücke gesprengt, aber die passen da nicht in den Saal rein, deswegen werden die repräsentiert von diesen anderen Typen. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht, Sniro. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Serek Besh unsere Gewürzroten ausbeutet. Dadiani Tuamaal. Shuto. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Latinekoluta. Er kam immer zuerst, selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere.
und jetzt wird gegessen. Ist schon eine ziemlich gute Intro-Sequenz. Direkt einen geilen Bösewicht etabliert. Aber man fragt sich natürlich, okay, das waren jetzt alles Repräsentanten, das waren ja nicht, also zum Beispiel der Typ von den Hutten, der war ja nur ein Abgesandter, ne? Er war ja kein Hutte selber. Gib mir eine Minute. Deswegen hat er jetzt ja nicht irgendwie der Hydra den Kopf abgeschlagen, wobei die wächst ja nach, aber hat für sich dem Löwen den Kopf abgeschlagen, keine Ahnung. Schon, sondern die Organisation muss ja eigentlich noch funktionieren. Der Leute, die dort gerade liquidiert wurden. Hat er sich auf jeden Fall Feinde gemacht. Ganz im Gegensatz zu Galmesh und Aganesta. Vielen Dank für den Support. Wo ist es? Schon gut, schon gut. Jetzt gibt's erstmal Futter. So, wir können das Spiel ein bisschen lauter machen. Kein Problem. War das schon wieder zu leise. So, jetzt sind wir im Spielchen drin. Und ich finde, es sieht direkt nice aus. Jetzt möchte ich euch aber mal was zeigen. Wir gucken uns erstmal, wir gehen gleich mal die Grafikeinstellung. Zeit für richtige Schlösser. Aber erstmal gucken wir mal so ein bisschen rein. Hier gibt es überall so ein paar Hinweise. Der Polizeiscanner ist ruhig heute. Hoffentlich bleibt es so. So. Wir brauchen richtiges Essen. Wie so eine dicke, ekelhafte Fettmade. Okay, wir hatten eine Abmachung. Es war nicht billig, die Polizei von dem Fall abzuhalten, aber du hast nichts geliefert. Ich habe jeden Hehler im Arbeiterviertel gefragt und du hast bei allen nichts als Schulden. Du musst mit ihnen abrechnen, sonst wird mit dir abgerechnet. Ich gebe dir 3 Tage. Sneem? Mein Name ist Sneem. Commander Sneem. So, wir gehen erstmal raus. Merkt euch mal, wie das jetzt aussieht. Ich will gleich mal was mit euch zusammen testen. Alles so ein bisschen körnig hier, aber ihr seht, was ich meine. Das ist so richtig guter Star-Wars-Look einfach. So schön dreckig und auch so die Architektur und so. Jetzt kommen wir mal hier runter. Ich spiele auf dem PC übrigens. Kommen wir mal hier runter und gehen mal so in diese Bar rein. Hier diese Fliegen und so. Da tröpfelt der Wasserhahn. Alles ein bisschen diesig, dunstig, verraucht. Ja. Wenn ich gewinne, kaufe ich mir was gleich bei der Rennstrecke. So, jetzt will ich mal was ausprobieren. Jetzt gehen wir mal in die Einstellung und gehen mal auf Grafik. Und was ich jetzt nämlich hier angemacht hatte, war, also genau, die Filmkörnung ist an. Das sieht man schon. Das, die chromatische Aberration ist an. Und ich habe hier NVIDIA RTX Direct Lightning, habe ich auch einfach mal voll rauf gemacht. Und die Sachen kann man halt auch wieder ausmachen. Ich kann zum Beispiel das hier mal, wenn ich das mal ausmache und das können wir auch ausmachen. Und jetzt wenden wir das mal an und gucken mal, was sich jetzt ändert. Ich habe jetzt mal die Filmkörnung ausgemacht. Das habe ich mal drin gelassen. Hat das gemacht? Änderung übernehmen. Okay, beibehalten. So, jetzt gucken wir mal, ob sich irgendwas großartig geändert hat. Ah, jetzt kommt direkt die Zwischensequenz. Du lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne sie nicht. Gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Na, Bram, ist das für mich? Nein. Nein? Aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der 6. Sippe gefunden. Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der 6. Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Und ich besorg dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. So. Ich wollte eigentlich nur mal sehen, wie ihr, ob ihr, welche Grafikeinstellungen ihr besser findet. Jetzt kam natürlich direkt die Zwischensequenz. Mega dumm. Wir kamen von hier.
Hier kamen wir runter. Ist natürlich jetzt nicht mehr so der Vergleich so präsent. Aber seht ihr einen Unterschied? Könnt's vielleicht theoretisch nochmal am Dorf machen. Mit Filmkörnung ist cooler, finde ich, sagt Old Snake. Ja, ist auch viel Geschmacksfrage einfach, ne? Mit Grain ist hier schon nicer. Könntest du Grain gleich wieder anmachen? Das ist jetzt mal ein bisschen. Ist das nicht etwas zu viel Bunter-Gewürz? Soll ich mal für dich probieren? Vergiss es, Kay. Mir egal, was Bram sagt. Schnor dich irgendwo anders durch. Ich finde, ich mag das. Also erstmal, stell dir mal vor, ihr habt Hunger. Ich meine, das sind alles ekelhafte Würmer. Das ist der gleiche Wurm, der oben bei ihrem Zimmer lag. Aber irgendwie sind die offensichtlich anders gewürzt. Ich mag das hier. Die Küche, wie das hier duftet und dampft und hier dreckig ist und so. Alter Schwede, hier guckt euch das mal an. So richtig dicke Klumpen feinstes Koberind oder was auch immer das für ein Tier ist. Kriegt man doch direkt Appetit. Oder? So, dann haben wir, das kann ich jetzt zwar nicht machen, wir haben unser kleines Tierchen dabei, das kommt gleich zum Einsatz. Hier oben sehen wir übrigens so ein Hologramm-Pferderennen. Ist ja keine Pferde, sie heißen halt anders, die Tiere, aber es ist... Hier sieht man das auch genau. Das ist eigentlich ganz geil, oder? Ich mag das direkt. So, jetzt kommen wir raus, fließender Übergang. Ja, die schwarzen Balken können wir auch wegmachen. Pressfleisch, ja. War das gleiche Fleisch, was wir bei Obi-Wan in der Serie, da ist er doch auch so ein Fleischschneider in der Serie. Mit deinem kaputten Datenstift kommen wir nicht weit. Komm, Nix, wir gehen zu Gräbern. So, dann guckt euch das mal an. Ich werde gleich die Grafik nochmal wieder umschalten. Mach mal wieder das Körning an. Das Körnern. Mit etwas Glück kommen wir damit auf ein Shuttle zu den Kernen. Und dann könnt ihr mal sagen im Chat, Nikola ist da, habe ich gerade gesehen. Vielleicht kannst du mal eine Abstimmung gleich machen, Nikola. Ob ihr das mit oder ohne sehen wollt. Ist noch einmal jetzt ohne. Jetzt machen wir es mal wieder an. Das ist hier, Filmkörnung. Und jetzt machen wir erstmal nur das an. Und wir können auch den... Ich weiß, ist es bei Benutzeroberfläche? Irgendwo können wir auch offensichtlich dann... hier ist es nicht, ne? Kompasszentrierungspunkt. Ne, ist es nicht. Filmkörnung ist an. Ist das... Da, Kinomodus. Genau. So, das heißt, hier können wir auf Bildschirm füllen gehen. Das ist schon krass, oder? Es ist eigentlich ja sinnvoll, so zu spielen. Weil jetzt haben wir diese schwarzen Balken. Jetzt haben wir die Körnung drin und den Videobalken raus. Aber warum sollen wir diesen Videobalken nehmen? Guck mal, und jetzt wollte ich euch eine Funktion zeigen. Und zwar, das ist unser kleiner Begleiter. Und der kann, wenn man die LB-Taste gedrückt hält, kann er für einen Clown oder Hamstern gehen. Guter Junge. So. Wenn wir wieder zwischendurch mal drücken. Hey, ich muss dir was geben. Da sind wir das Ziel. Okay, mal da hinten. Zack. Das ist was Feines. Immer zwischendurch looten lassen. Finde ich eigentlich ganz geil. Muss man es nicht selber machen. Das spart einem Weg. Soll man die Frage, ob diese kleinen Begleiter, das ist ja bei Star Wars Spielen immer so, dass man irgendeinen Begleiter hat, ob die wirklich sinnvoll sind. In dem Fall ist das super, weil dann spart man sich das, in jede Ecke zu laufen und Loot zu suchen. Und stattdessen drückt man LB und wenn was ist, schickt man das Tier. Das finde ich irgendwie wirklich eine gute Funktion. Also es ist nicht nur der süße Faktor. Ich hab zu tun. Hör mir einfach zu.
Ich habe eine Stelle in meiner Rohrschraubermannschaft frei. Der Droide bleibt öfter stecken und ich brauche jemanden, der gut kriechen kann. Harte, aber ehrliche Arbeit. Tut mir leid, hab leider schon Pläne. Ja, die hast du immer, Kay. Viel los heute. Vielleicht mal Gregor fragen, der kann gut griechisch. Abgegriffen. Oh, streichen kann ich ihn. Oh, ja. So, was haben wir denn hier? Wir haben noch einen laufenden Vote. Ihr könnt gerne sagen, ob ihr mit Körnung oder ohne Körnung wollt. Und ich schließe mich dann eurem Urteil an. Die spielen hier so Würfelspiele. Ich finde das ganz gut am Anfang, sich die Welt einfach mal ein bisschen anzugucken. Ein beschädigter Hydroschlüssel da, den braucht ja nicht mehr. Braucht ja niemand mehr hier. Was so eine schöne, belebte Welt. Unser Ziel ist in die andere Richtung, aber ich gucke einfach mal hier. Da ist noch was. Nix. Schnapp dir das. Gute mal für mich. Schnapp, schnapp. Weiter so. Was haben wir denn? Ohne Körnung. Sagen 54% sagen ohne Körnung. Dann nehmen wir die mal eben raus. Euer Wort ist mir Befehl. So, ihr wolltet keine Körnung. Und was ist mit Dings hier? Sollen wir das hier anmachen? Ich mach mal auf Ultra. Körnung ist jetzt raus. Sag mal, wie ihr das jetzt findet. Nee, der hat sich irgendwas geändert. Ah, hier konnte man auch irgendwas klauen. Da. Stehlen. Da, die kann man beklauen. Kostet Frames, ne? Oh, scheiße, nicht aufgepasst. Ich habe alle original nicht aufgepasst. Hat das geklappt? Darf ich das nochmal machen? Die nächste Lieferung kommt bald. Dann kriegst du deinen Anteil. Aber da hätte ich rechtzeitig drücken müssen. Das letzte Mal haben wir ein paar Darsteller dokumentiert. Ich musste eine Anmachung. Halte dich einfach an die Abmachung. So, was soll ich noch? Bewegungsunschärfe möchtet ihr noch aushaben? War die auch bei Grafik? Das hier. Aber warte mal, muss ja wahrscheinlich Unschärfe, auch wollt ihr ganz raus haben. Bewegungsunschärfe möchtet ihr überhaupt nicht haben. Und ich finde ja hier, dieses Ding kostet wirklich Frames. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir das überhaupt brauchen. Ich mach mal auf Mittel. Aber ich wollte euch einfach mal so ein paar Optionen zeigen, die dieses Spiel so bietet, grafisch. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. So, jetzt habe ich L1 rechtzeitig gedrückt. Jetzt klaut er. Klaut er was? Jetzt haben wir nämlich ein paar Credits bekommen. Das Preban. So, hier ist jetzt die Quest. Preban. No patake. Chichi noga betisa tugamna? Una six king pint ut, chituana uba japago ya massiv, no lia club tasis. Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Anji chusa tajis galif. Sosa uba ropada tis. Sun pitch crispo. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Aber Kanto sati uba. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind die sechste Sippe oder Gefängnis. Haku, an Ubatinka Sakutu Utwata? Wenigstens kann jemand wie ich ein bisschen was absahen. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. Preban, hilf mir ein letztes Mal, dann bist du mich für immer los. Eniki, Kuduba Numa Jeche Kupa, Basabata Jope Uba Vipta Chakrita. Ich frage mich ja bei diesen Sprachen, ob das wirklich eine Sprache ist oder ob das einfach Kauderwelsch ist, was sie da reden. Dass es halt so eine grundsätzliche Phonetik hat,
Aber Katakuti Pikata Satai. Also, ne, weil es gibt ja zum Beispiel Herr der Ringe. Die Eldensprache, die hat ja Tolkien komplett erfunden. Also die kann man ja wirklich nutzen. Und auch Klingonisch, ne? Kapla! Klingonisch ist auch eine Sprache, die man sprechen kann. Es gibt Leute, die sprechen Klingonisch. Meistens sind das erfolgreiche Businessleute, die in ihrer Freizeit, wenn sie mit dem Privatjet durch die Welt fliegen, Klingonisch lernen, damit sie bei Verhandlungen auch ein bisschen ja, respektabel rüberkommen. Das hilft das natürlich. Aber ob jetzt Huttisch zum Beispiel eine wirkliche Sprache ist? Ich laufe jetzt die ganze Zeit durch die Gegend und gucke so halb in den Chat. Deswegen, wir müssen erstmal ein bisschen Credits besorgen. Wo kriegen wir Credits her? Wir klauen einfach. Hier. Alles, was einen Umhang hat, wird beklaut. Die Tasche nix. Die Klau-Taste ist jetzt sehr minimalistisch. Er wundert sich, höre ich mein Geld, er ist offensichtlich weg. Ich weiß nicht. Mist, ärgert er sich schon wieder. Das dritte Mal diese Woche, so ein Ärger. Aber man könnte das ja auch ein bisschen komplizierter machen, ne? Also, dass man das Reaktionsspiel, vielleicht kommt das noch, dass man dann ein Minispiel im Spiel hat, aber... Ich hab genug Teile geborgen, hey, um die sechs... Schleich mal rüber und hol das. Denen ist ja egal, woher das Zeug steht. Gut gemacht, Nix. Kredits sind Kredits. Oh, wir hauen uns hier erstmal... Wir rauben erstmal die ganze Nachbarschaft aus. Kein Wunder, dass wir nicht so beliebt sind bei den Leuten. Das... Willst du das haben, Nix? Wie geht das arme Tier? Ist das eigentlich schon ein Fall für Peter, dass wir unser kleines Geschöpf hier einfach nur dazu nutzen, Sachen für uns zu klauen? Oder ist das völlig normal? Und was ist das denn? Guck mal. Was kann ich da machen? Hallo? Reichen. Guck mal hier. Ein kleiner Saugling. Hallo. Süß. Wie schlau sind solche Tiere eigentlich? Das weiß man auch nicht. Jetzt läuft der mir hinterher die ganze Zeit. So, ich glaube, wir müssen jetzt einfach frei Schnauze erstmal Geld besorgen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir ein klassisches Quest-Ziel gerade haben. Jetzt geht es erstmal darum. Warte. Da stand da gerade was. Hallo? Ihr habt doch auch gerade gesehen, dass er irgendwas bringen konnte, oder? So, wir haben jetzt schon 55 von 60. Ja, ja, ja. Wir müssen weiter klauen. Vielleicht können wir auch was verkaufen. An den Sachen gibt es hier Händler. Wir haben ja schon ein paar Sachen. Sieht aus, als wären alle Händler beim Kanto. Lol. Kann ich Ihnen behilflich sein? So, jetzt können wir verkaufen. Und das, warum wir verbrauchte Energiezelle, kann weg. Und wir haben 3 Stück. Preis insgesamt. Verkauft. Verkauft. Ich kann auch alle Wertsachen verkaufen, könnte ich auch. So, was haben wir hier noch? Also, die haben alle keinen Nutzen. Das finde ich immer super für so Leute wie mich. Sehr gut, also alles los, verkauft. Auf zum Rebern. Also ich habe immer Angst, Sachen zu verkaufen, hey, weil ich nicht weiß, ob ich sie später brauche. Und wenn Gegenstände dann so markiert sind, dass man weiß, okay, die bringen mir nichts, außer dass ich sie verkaufen kann. Das ist, erleichtert einem wirklich das Leben. Das finde ich super gut. So, hallo, ich habe Geld. Hey, Preban, ich habe die Kredits. Wada. Jobakawa biasa jebe chutpasabata. Na gut, probieren wir ihn aus. So, jetzt haben wir denn die neue, finde einen Weg in den Club Tarsus. Ja, wahrscheinlich durch einen Lüftungsschacht oder so, ne? Alles klar. Holen wir die ID-Karte aus dem Club Tarsus. Das ist unser Ticket in die Freiheit, Nix. So, und im Handumdrehen sind wir reich. Sie ist nämlich auch eine Macherin. Sie hat die CD-Sammlung Der Weg des Jaguars gehört. Kaum zu glauben, was die Leute so wegwerfen. Ich habe quasi der Gasse hinter dem Club zwei völlig intakte Konverter.
gefunden. Echt? Okay. Die hätten mir gehören können. Oh, wir stehen mal wieder von dem Typ mit dem Mantel. Das 8. Mal diese Woche. Sehr gut, mein Freund. Wow, sogar richtig viel Geld. Oh, was ist mit ihr? Hallo? Viel los heute? Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wirklich lustig. Ja, das war klar. Komm, nix. Suchen wir unseren eigenen Eingang. Genau, das machen wir jetzt. Ich vermute, wir kriechen irgendwo durch und dann passt das schon. Hier zum Beispiel. Hier scheinen wir durchzupassen. Let's go. Oh, so ein alter Gleiter hier. Guck, so einen hatte Luke Skywalker auch. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt hacken wir uns da rein. Warte, kurz mal Hilfe. Was? Was willst du von mir? L2 Hilfe. So, was? Höre auf das rhythmische Muster und drücke jeweils synchron zu jedem Beat im Loop auf R2. Du kannst nach links und rechts gucken, Schwierigkeit anpassen. Wenn du möchtest, kannst du eine zusätzliche virtuelle Hilfe aktivieren. Brauche ich nicht. Lol. Zum Glück habe ich so ein gutes Rhythmusgefühl. Mehr drin. Wir schließen das jetzt aber. Festhalten, Axel. Es geht aufwärts. Guck, wir haben hier einen Haken. Ah, und rauf da. Ah, guck mal hier. Diese geilen gelben Linien. Das ist bei so vielen Spielen so, dass da, wo man klettern kann, wird es mit so gelben Farbakzenten hervorgehoben. Das hat sich irgendwann, ich weiß gar nicht, wer der Erste war. Aber das ist mittlerweile einfach Usus. So, jetzt kann ich. Wie es dir beigebracht habe. Da, zack. Drück auf den Knopf, Nix. Er wird einfach ungefragt. Gut gemacht, zum Mittäter ausgebildet hier. Das arme kleine Geschöpf. Aber das ist so richtig Katakomben-Club-mäßig hier. Und das ist die Toiletten. Hey, drück mal aufs Knöpfchen, mein Freund. Ja, es sind original die Toiletten. Oh, das sind so Saugtoiletten. Wie interessant. Und das ist original für die, guck mal hier, für die Schuhe. Da unten sind so Schuh, Halter. Wie nennt man das? Wie soll, also da, okay, alter Schwede. Also da kommen die Füße. Und dann, warum ist denn das so, okay, dann beugt man sich so vor. Und was ist hier das für eine Tuba-Öffnung? Was macht denn das? Ist das zum Pinkeln dann oder was? Hä? Oder ach, es gibt auch verschiedene Rassen, ne? Das muss man ja mit einberechnen. Es gibt ja unterschiedliche Rassen hier. Die haben ja alle unterschiedliche Anatomie. Ja, entschuldigen Sie, wo ist denn hier die Toilette für die Bratzwalz? Die Toiletten für die Bratzwalz sind derzeit leider geschlossen, denn wir haben einen kleinen Unfall gehabt mit dem Absaugsystem. Wie bitte, wo soll ich denn jetzt mein Schmalzschmoll hinschnageln? Ja, das weiß ich nicht. Benutzen Sie doch die Toilette der Sacklinge. Der Sacklinge? Ich glaube, es hackt. Die ist doch viel zu klein. Das gibt eine Riesensauerei. So ungefähr kann ich mir das vorstellen. Da wären wir. So, jetzt sind wir endlich im Club. Wenn ihr glaubt, das war jetzt aufwendig, um in den Club zu kommen, dann wisst ihr nicht, was ich mit 16 gemacht habe. Im Casino. Eines ihrer Fatiere tritt beim Rennen an. Ach so. Warst du im Casino? Nein. Und du? Nein. Es soll richtig schön sein. Da ist richtig Mucke und Party am Start. Chihuahua. Das ist eigentlich geclaimed, das VOD, wenn die ganze Mucke hier spielt. Man weiß es nicht, ne? Ist das der Haupteingang? Stiehl die gefälschte ID-Karte aus dem Büro. Verhalte dich unauffällig. Wir kommen jeden Tag hierher. Ach, fast da. Die ID-Karte ist im Büro vom Boss. Was? Was stand da drauf? Nee, achso, die Anlehnung. Ja, warte, nice. Das ist eigentlich ganz nice. Die Architektur ist ja richtig europäisch hier.
so da ist, so ein Tentakelboy, Ladyboy, der DJ. Guck mal, der wird sogar live gespielt, das ist sogar live. Ahaha, lol, das Drumset da hinten, guck mal. Der Kroginator 3000 da hinten spielt die Drums. Das war eine macht Gitarre, oder ist das Bass oder was? Keyboard ist auch da. Aber es gibt keinen Sänger. Wir machen einfach nur Atmo. Vielleicht gehe ich auch bald mal wieder auf eine Tanzparty. War ich schon lange nicht mehr. Erst am Freitag auf der Gamescom, ne? Nee. Was ist denn das so, wenn... Also... Was ist das bei Star Wars? Wenn jetzt die beiden hier zum Beispiel... Ich vergesse mal die Namen, aber die haben ja einen Namen. Also die hier mit den langen Tentakelzöpfen. Und jetzt die mit dem Oktopusgesicht. Also sind die kompatibel miteinander jetzt, wenn es jetzt auch zum Thema Reproduktion geht? Wenn es jetzt ums simple Verlustieren geht, okay, da kann man sicherlich Mittel und Wege finden. Die sind ja auch alle humanoid. Aber wie ist das jetzt? Sind die, also können die sich reproduzieren? Weiß man nicht. Also wie gesagt, die sind ja schon alle, sind halt humanoid. Das ist ja vielleicht so ein bisschen wie mit dem Esel und dem Zebra oder so. Ist ja, oder mit dem Pferd und dem Esel, da gibt es dann ja so... Ja, möglich. Das wäre schon interessant, wenn es dann so lauter Mischformen gäbe. So Hybriden und so. Weiter so. Der hat sich komplett hier das Abseits gesoffen. Okay, hier brauche ich die Schlüsselkarte. Ich kann mir vorstellen, dass es so einen Club hier wirklich gibt, 1:1. Bis auf diese Fenster. Aber so was so hier oben erstmal diesen Oberrang angeht und dann da so runter und so, das irgendwo in Berlin oder Paris, das ist 100% was Vergleichbares. Und die VR ist vielleicht ein bisschen anders und so. Was ist denn das? Schnaps. Gehen wir mal runter. Schrott, weil steht Schrott rum. So, hier machen wir erstmal richtig Party. Kann man mit irgendwelchen Leuten noch interagieren oder sowas? Ne? Die Maschine sind nicht total richtig. So, ich nehme mal ein. Was hast du denn im Angebot? Was darf's denn sein? Zutritt zum Büro vom Boss. Ich schulde Ven Geld und will sicher gehen, dass sie es auch kriegt. Keine Chance. Vrell hat heute Abend Dienst und an dem kommt keiner vorbei. Ein echter Slimo, was? Ja, er interessiert sich nur für zwei Dinge. Schnelles Geld und schnelle Gleiter. Hat sich gerade erst einen brandneuen T85 geleistet. Ah, lass mich raten. Er redet pausenlos davon. Liebt ihn mehr als seine Mutter. Also, willst du was trinken? Nee, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Danke. Oh, er ist ja auch lustig jetzt bei ihr. Haha. Der muss man zum Chiropraktiker, oder? Der sieht aus, wie wenn jetzt der Mensch unsterblich wird, aber Haltungsschäden wären nicht heilbar und würden sich immer weiter entwickeln. Also der Haltungsschaden ist leider das Einzige, was man nicht in den Griff kriegt. Und dann sieht man irgendwann so aus. Hallo Leute. Gehen wir mal auf die Dancefloor hier. Kann ich jetzt noch ein bisschen... Ja, ein Oktopusgesicht. Kann ich hier nicht ein bisschen mitmachen?
Musikwunsch äußern oder so. Hier schön nebelig auch alles. Hier, die Menschen haben alle so Hauben auf. Er ist ein Türsteher. Aufpasser. Die Menschen haben alle so mittelalterliche Hauben auf. Ja, hier auch, guck mal. Das ist muss eine Mode. Oder das sind alles so Gleiter. Hauben vielleicht gegen den Fahrtwind. Schon ganz nice, oder? Hat man schon ein bisschen Club-Vibes. Also, ich bin Kay und du musst mich durchlassen. Nicht auf der Liste. Oh, ein Lizard. Meine Freund Preban hat mich auf die Liste gesetzt. Preban hat nicht genug gezahlt. Bluffen und bestechen können wir nicht, wir müssen bluffen. Hey, kennst du jemanden, der einen T85 hat? Ja, das ist meiner. Schicker Gleiter. Ein paar Schrottratten da draußen versuchen gerade ihn zu klauen. Was? Weg da! Niemand klaut meinen Jungen. Den habe ich gerade erst aufgematzt. Dafür beeilt er sich aber gar nicht. Doch jetzt endlich. Oh, ich muss mich beeilen. Ja, das hat ja gut geklappt. Weil wir vorher mit der Barkeeperin geredet haben. Wenn wir nicht mit der Barkeeperin gesprochen hätten, dann hätten wir vielleicht die Option gar nicht gehabt, oder? Weil wir haben ja da erst erfahren, dass der auf T85 steht. Und so, ich schnell in Autos halt. Das ist nicht richtig, genau. Schnell hoch, bevor er wiederkommt. Was haben wir hier noch? Ah, guck mal hier, alles klar. Da müssen wir uns doch durchhacken. Oh. Komm mal, ich muss doch hier durch diesen Lüftungsschacht. Das ist doch nicht umsonst so prominent. Also ich will ja nicht meckern, ne? Aber jetzt sind wir von einer einfachen Diebin zu einer Gewalttäterin geworden. Also sie ist zwar super sweet und alles, aber... Nix, mach die Tür auf. Gerade jetzt sind wir natürlich wirklich auch ein Verbrecher, ne? Muss man einfach so sagen. Knacken wir das Schloss, schnappen uns die ID-Karte und verschwinden. So, hier ist es wahrscheinlich, ne? Was? Was? Haha, sieh mal einer an. Da sind sie. Nimm. Ach, komm, Preban. In deinen Plänen waren keine Druckplatten. Miss K-Vass! Dank Farik! Soll ja noch schießen? Gar nicht gut. Da schieße ich auch noch. Harmlose Sicherheits... Leute. Wir sitzen fest. Nix, Angriff. Lass einfach alleine. Ja. Hammer. So, was gibt's hier noch? Die Musik ist ja richtig treibend gerade. Ne? Sie mahnt. Was, wie voll? Warte mal. Immer noch voll. Was habe ich denn in meinem... Warte, wie komme ich denn ins Inventory? Da, Ausrüstung. Inventar. Wertgegenstände, Questgegenstände. Was habe ich denn da jetzt drin? Ein alter Comlink und Credits. Aber das ist doch noch super viel Platz. Wieso darf ich das denn jetzt nicht aufheben? Hallo? Ach nee, warte mal, das ist Munition wahrscheinlich. Für meinen Blaster. Schätze ich mal. Okay. Deswegen geht das nicht. Na gut, alles gut. Nichts wie weg hier. Mach mal auf, Kumpel. Wir sind einfach wirklich ein knallharter Bandit. Wir sind ein Räuber. Ich weiß nicht, ob ich das mit meinen moralischen Werten, mit meinem Kompass... So war das nicht geplant. ...einbauen kann. Was habe ich nur getan? Aber ein bisschen ballern macht ja auch Spaß, ne?
wie wir es geübt haben. Es ist Showtime. Bip, 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 bip. Erst in die Niere und dann in sein Eulengesicht. Man weiß ja überhaupt nicht bei den zahlreichen Kreaturen, wer hat wo seine Schwachstelle, ne? Die haben ja auch andere Organstrukturen sicherlich. Weiß man ja auch nicht, ja, Mann, wo hau ich am besten rein? Okay, ich kann also auch betäuben. Showtime, Kumpel. Hadra. Fuck, ich kann nicht mehr. Jetzt ist nicht die Zeit zum Essen, Kumpel. Oh, nein, 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 nein. Ich hatte keinen Betäubungsdart-Pfeil mehr. Das ist ja blöd. So, ich kann den jetzt liegen lassen. Der ist uns ja egal. Oder vielleicht ist der auch noch irgendwas Geiles. Aber ich glaube, den können wir jetzt ignorieren, denn es geht hier weiter. Es sei denn, hier ist noch irgendwas Feines. Muss auch mal schauen, ob hier Loot ist, ne? Aber wir schleichen uns jetzt hier raus durch diesen. Durch diese Sabberbänder hier. Wie heißen die Dinger da? Ach, guck mal. So. Okay, wir müssen dann doch hier lang vielleicht. Warte, was ist hier noch? Hier muss es doch Loot geben. Sie sucht zum Glück irgendwas in der Kabellage. Da war irgendwas sehr Spannendes, was ihre Aufmerksamkeit erforderte. Was sollen wir tun, Nix? Ich habe nicht damit gerechnet, erwischt zu werden. Da ist der, siehst du, da ist der Schacht. Kannst du das für mich öffnen, Nix? Also ohne Nix würde hier nichts gehen. Ist das einfach. Und drauf. Oh. Ah, wir sind draußen. Schau. Gut, also, wir haben die ID-Karte. Zum Hof. Da sind wir sicher. Wir halten eine Weile die Füße still. Hier auf dem Dachboden. Ja. Ey, hier rutschen wir erstmal runter. Hui! Jubidu. Oh, was geiler Move von. Oh nein, ich wollte es richtig cool machen. Ehrlich. Hat nicht geklappt. So, können wir hier hochklettern? Müsste eigentlich gehen. Jubidu. Hier geht's runter. Und. Achso, jetzt hier durch. Können wir irgendwas klauen? Wenn wir eh schon unterwegs sind. Wuhu! Oh. Zwischendurch immer mal gucken, ob hier irgendwas zu inventen rumliegt. Los! Zurück zur Kantina. Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Ah, was müsste dann hier sein? Kein Bram. Gut. Auf das Gespräch habe ich gerade keine Lust. Und zurück ins Zimmer. In die Räuberhöhle.
Dupdidup, ganz unauffällig, ne? Wir haben ja keine Eile. Eile ist verdächtig. Wir waren das ja auch gar nicht. Es war jemand, der ähnlich aussieht wie ich. Bram, ich will nicht drüber reden. Dachtest du, du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Oh, da sind sie schon. Hey, Wes! Wir wissen, dass du hier bist. Bringen wir es hinter uns! Du sagst nichts. Und tust nichts. Ah, ist er das? Nein, nein, nein! Kommt schon! Sie ist nicht hier. Lügner. Nee, er ist es nicht. Glaubst du, ich will, dass ihr mir den Laden zerlegt? Ich bin fertig mit dir. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Hey, das ist hier draußen. Nein. Du hältst uns nur auf. Alter, wir gehen. Die Schweine. Völlig unnötig gewesen. Ist er eigentlich von derselben Gattung wie dieser... Ach. Bram. Es ist nichts. Dein Bein. Es ist nichts. Darth Maul. Ist er von der gleichen... Weil er hat so eine andere Gesichtsfärbung. Aber die Hörner sind... Da sind nicht die Darth Maul-Hörner. Bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu Ein Zabrak. Abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Ein Zabrak von Datomir, ja. Netter Typ auf jeden Fall. Ich komme wieder. Nein. Tust du nicht. Was ist jetzt mit seinem Bein? Okay. Die sechste Sippe ist überall. Sie dürfen uns nicht sehen, Nix. Avis, wo ist sie? Wo ist? Sie hat euch erwischt. Er hat sie gesehen. Okay, ich würde natürlich auch gerne, ich hätte Bock zu kämpfen, aber wir schleichen jetzt. Ich habe gehört, sie wohnt irgendwo über der Kantine. Wenn du sie siehst. Wenn du sie siehst, dann sag ihr, sie soll sofort hierher kommen. Sonst kommt es sie teuer zu stehen. Erstmal ein bisschen wütend. Da drüben. Die Zeit muss sein, dass wir das Beutelchen hier noch mitnehmen. Fein. Gib mir das. Boah, die einfach so Credits auf der Straße. Das sag ich ja immer, ne? Das Geld liegt auf der Straße, Leute. Man muss nur wissen, wo. Da sind kleine Ratten, guck mal da. Kann er die aufessen? Da komme ich rauf. Das sehe ich doch an den gelben Kletterstreifen. Und rauf. Und rauf. Und rüber wahrscheinlich jetzt. Ne? Jo, so sieht das aus. Also das Klettern, das ist wirklich mittlerweile einfach in allen Spielen gleich. So. Geronimo! Die suchen mich immer noch. Oh Gott, hätte ich da lieber mal gucken sollen? Ja, hätte ich. Haken. Au, dumm. Ach, das war ein Heilungsgelöts. Was hatte ich noch gesagt? Wie war das mit dem Haken? Geht das nur von oben? Oh, hi. Bring es hinter uns. Oh, okay, fuck. Ey, nichts für ungut, ja? Jetzt wurde ich erwischt. Jetzt haben wir das auch mal gesehen. Ja. Das war natürlich Quatsch. Lauf. So, was ist.
Was ist das? Ist das? Ah, R3. Ah ja, so war das. Okay. Sehr schön. R3. R3. 2PO. Schließe bitte. Dadurch, dass ich die Lücke hier quetschen. Der gute alte Lade. Gibt eine Ladetechnik, ich quetsche mich irgendwo durch, während das Spiel lädt. Da geht's weiter. Und hier ist Loot. Schnapp dir das. Kannst dich nicht verstecken, Prevan. Du reitest dich nur noch tiefer rein. Wir haben deinen Laden. Und du kannst uns nicht entkommen. Prevan! Oh, ist das gemein. Die arme Prevan. Sie sind Prevan auf die Schliche gekommen. Oh, ich bin wohl nicht die Einzige, die Kanto verlassen muss. So. Na gut. Laut Brams Datenblock heißt die Kontaktperson Danian. Und müsste Danian da drüben sein. Wo ist sie? Los geht's! Was geht? Wo bist du her? Nicht sehr redselig. Oh, das Ding kann aber sehr hoch aufsteigen. Ich dachte, der würde jetzt eher so über der Straße hovern. Aber das ist ja ein richtiger... halbes Raumschiff. Du bist von hier? Ja, aber so habe ich das noch nie gesehen. Ist eine spannende Stadt. Nur von weitem. Das war das Pferderennen. Wer ist das Ziel? Ein Boss namens Sliro. Er leitet das Syndikat Zerek Besh. Die der erinnert mich auch an irgendeinen Schauspieler. Und die gesamte Unterwelt hat Angst vor ihm. Das spricht für hohe Sicherheit. Und wie? Aber in seinem Tresorraum wartet ein Vermögen. Der Passwortknacker. Ich hoffe, du und dein kleiner Freund seid so gut, wie Bram sagt. Dein Halt. Danke fürs Mitnehmen. Jetzt mach uns alle reich. Danian, wie wollen wir das machen? Wenn du auf Position bist, greifen wir den Haupteingang an. Du schleichst dich rein, schaltest die Sicherheitsvorrichtungen aus und gehst zum Tresorraum. Ihr macht keine halben Sachen. Wenn man einen Gangsterboss wie Sliro angreift, muss man es ernst meinen. Muss man all in gehen, auf jeden Fall. So, dann quetschen wir uns hier wieder durch das Gestein. Ah, sieht schon nice aus. Da müssen wir rein, oder? Genieß die Aussicht, Nix. So oder so, das ist das letzte Mal, dass wir das sehen. Oh, da hinten, dieser Riesenstampfi. Habt ihr das gesehen? Oh, hoffentlich geht es Bram gut. Da. Er hat mir so viel beigebracht. Geil. Und wie habe ich es ihm gedankt? So, was haben wir denn hier für Fähigkeiten da? Bram, Barkeeper, freigeschaltet 2 von 6. Also, was kann der? Kantina-Schlägerei, Schlossknacken, Beschwatzen, Plappermaul, gepanzertes Unterhemd. Ich kenne da jemanden. Finde ich ganz gut. Also, ich mag so Sachen immer bei Rollenspielen, die mir mehr Dialogoptionen geben, weil ich der Meinung bin, wenn ich jetzt meine Kampffertigkeiten verbessere, mehr Lebenspunkte habe, mehr Rüstung oder so, das kann ich ja durch puren Skill wieder wettmachen. Aber Dialogoptionen hat man oder man hat sie nicht.
singen oder auch Schloss knacken. Dann komme ich entweder rein und krieg den Loot oder nicht. Deswegen sind mir die Sachen immer wichtiger als sowas wie kämpfen. Kann ich aber nicht. Fortschritt verfolgen. Eisentuch, Grobtuch. Begegne verschiedenen Händlern. Credits bei Händlern ausgeben 1000. Ja, okay. Das muss ich einfach dann machen. Learning by doing. Das können wir machen. Easy peasy. Was Neues? Das ist der Datenstift. Passwortknacker. Okay. Meiste Stadt. Let's go. Da kann ich mich rüberschwingen. So eine dicke Stadtmauer und dann so nach oben zulaufende Häuser. So nice. Schön. Halt dich fest, Nix. Wir müssen klettern. Wie schnell die von ihnen klettert, oder? Daniel, ich sehe da vorne einen Turm. Könnte mein Zugang sein. Du bist die Diebin. Wir sind in Position und warten. So, ein neuer Sicherungspunkt erreicht. Da müssen wir lang. Was zappst denn da so runter? Ich meine, diese ganzen Aliens, die müssen ja auch alle unterschiedliche klimatische Bedingungen gewohnt sein, ne? Also rein theoretisch musst du ja dann auch überall... Nicht runtersehen, nix. Für die das dann dementsprechend schön machen. Lebbar machen. Oder die brauchen immer so eine Gesichtsmaske. Daniel, ich sehe das Anwesen. Wie reich ist dieser Sliro doch gleich? Er gehört klar zu den reichsten 5 im Outer Rim. Sliro hat Zarek Besh von Grund auf aufgebaut und das ist nicht billig. Es ist sein persönliches Verbrechersyndikat. Aber das ist auch schon alles, was über... Entschuldigen Sie bitte. Was war denn das? Wir sind uns einig, dass es Quatsch war. So, rauf da jetzt. Nee, hier lang, hier rechts und dann runter. Glücklicherweise gibt es immer nur einen Weg. Ah, ja. Wer hat eigentlich angefangen? War es Assassin's Creed? War es Uncharted? Diese Art des Kletterns ist überall gleich. Prince of Persia? Oh, der ist doch Prince of Persia. Aber nicht der erste. Und hier rauf. Hier oben sieht Kanto ganz anders aus, oder Nix? Also es ist doch Wasser, was da runterläuft. Endlich verlassen. Gut, wir wollten die Chance auf einen großen Wurf. Das ist sie. Oh, okay, Daniel. Ich bin auf Position. Naja, wie soll man sonst klettern? Sagt ihr euch. Ja. Ich löse Alarm aus. Ich löse Alarm aus. Findet sie. Hat. Wir sind schon einig, dass... Was ist denn da los? Um mit nichts Gegner in der Nähe zu offenbaren. Siehst du was? Okay, also. Jetzt hauen wir den erstmal um. Man darf uns nicht sehen. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ja, ich muss sie auf mich aufmerksam machen. Puh. So was Hübsches haben wir noch nie ausgeraubt, was?
Unser erster Gegner im Nahkampf besiegt. Aber leider kann ich ihn nicht looten. So, da hinten sind zwei. Da werde ich jetzt auch mal hingehen. Der haut ab. So, der haut ab. Die Chance, dass ich mir nicht entgehen. Okay. Das hat sehr gut funktioniert. Und jetzt haben wir Beschwatzen auch gelevelt. Dann müssen wir mal gucken. Hier um die Ecke. Und jetzt angewackelt. Ich will den nicht angreifen, ich will den. Ich verstecke mich hier im Schilf. Kommt jetzt ja runter. Das kriege ich hin. Ach ja, das kriege ich auch gerade noch hin, ne? Hä? Was? Das sollte ich mir mal ansehen. Ja, sieh dir das an. Das ist ganz praktisch, weil dann liegen die auch hier direkt da, wo man sie nicht finden kann. Versteckt im Schilf. Und tschüss. Frei. Oh, warte, was haben wir hier? Da sehe ich einen und da ist hoffentlich niemand. Los, lenk sie ab, Nex. Was ist denn das für ein kleines, süßes Geschöpf? Na los, lauf! Oh, wir können hier looten. Ist aber voll Mist. Okay. Mist, aber hier ist noch nicht der Eingang. Wir müssen noch weiter. Upsi, dupsi, da ist noch jemand. So, können wir den jetzt ablenken? Ja, und zwar lenk ihn mal hier ab. Da. Nex, zeig, was du kannst. Da hinten ist auch noch wer da, oder? In diesem. Na, ich weiß nicht. So, jetzt geh mal hin, guck mal, was das für ein süßes Geschöpf ist. Hey, du! Zieh dich! Du kommst auf den Grill! Niemand bedroht meinen. Kleinen Begleiter. So. Da ist niemand. Richtig rumgeballert. Alles unseretwegen. So, hier geht's dann rein. Oh, guck mal, wie schön. Damien, ich bin dran. Nimm den Turbolift. Das ist der direkteste Weg zu Sliros Tresorraum. Ah, ist voll, Mist. Entschuldigung, kann ich nicht nehmen. Tut mir leid, brauche ich nicht. Dann hier rein. Müssen wir selber machen. Datenstift. So, Rhythmusgefühl 1A. Was ist das für ein Blaster hier? Oh ne, das ist so eine Pfeife, ne? Das ist aber gemütlich. Hier ein bisschen Fußball gucken würde ich auch machen. Okay, Energiebarriere. Oh. Von irgendwoher muss die Energie bekommen. Mhm. So, Nex, kein Problem. Such den Generator. Wie schlau diese Tierchen sind. Hey, schleich mal darüber und hol das. Er wird auch nur rumkommandiert. Guter Junge. Oh, das ist bestimmt wertvoll, dieser Ring. Was ist das? Was wollen reiche Typen immer mit alten Schiffen? Aha. Oh, seine Maske da. Oh, der dreht sich ja sogar. Ist ja lustig.
Gut, dann Makak. Hier kann ich auch wieder aufstehen, offensichtlich. Können wir den Alarm ausschalten? Energiekappen? Ja, ich will nur die Energiekappen. Wir können leider nicht den Alarm ausschalten. Oh, und 27 Credits. Liegen hier einfach so rum. Okay, das Energiefeld ist jetzt aus. Was haben wir hier? Nix, da gehen wir rein. Meetingsaal. Ach, warte mal, ist das der Raum, wo der Typ hier die anderen erschossen hat? Ja, ne? Sieht zumindest genauso aus. Hm, Blasterspuren. Ja. Was ist hier passiert? Inspektor Nils bestätigt das. Guck mal hier, das ist ja geil. Jo, hier war das. Hier war die Versammlung. Ne? Oh, da sind Kameras. Kameras. Wir müssen sie umgehen, Nix. Umgehen oder hacken? Können wir sie nicht auch hacken? So, Radius. Schleichi Schleich, der aus X-Style. Ach, da ist der Turbolift. Schacht öffnen. Und natürlich hat er auch eine Barriere. Wer immer das ist, wird nicht am Haupttor vorbeikommen. Hat irgendjemand Sliro benachrichtigt? Glaub mir, er weiß Bescheid. So, wer haut ab? Er haut ab. Die Chance nutzen wir. Ah, wie hat sie sich denn noch zu uns... Dankeschön, das war nett. Die Frage ist, sieht er den leblosen Körper und macht dann irgendwas, oder... Sieht ihr uns hier unten? Normalerweise müsst ihr uns ja hier sehen. Nix, der Lüftungsschacht. Oh. Oh, warte mal. Nix, schnapp dir das. Kein Loot wird liegen gelassen. Was haben wir? Oh, ein paar Credits. So, ich könnte den jetzt noch da oben auch sicherlich ausschalten und würde dann vielleicht ein bisschen halt diese Levelpunkte bekommen können, aber ich muss, glaube ich, nicht notwendigerweise das tun. Deswegen gehen wir jetzt diesen Weg, der offensichtlich richtige ist. Hopp, 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 hopp. Da hacken wir uns mit rein. Hammer. Das ist einfach ein reines Rhythmusspiel. Oh, was hängt denn da an? Eine Decke. Schöne Küche hier mit Fleischwaren. Gepanzertes Unterhemd. Och. Und noch mehr von diesem Grobtuch. Okay. Oh shit. Kommt die jetzt da rein? Dann haben wir ein Problem. Ja, exakt so ist es. Lol. Das hat die andere Person überhaupt nicht bemerkt. Willst du das haben, Nix? Haha. Stell mal vor, das ist deine Kollegin. Die einfach nichts bemerkt. Nee, nicht umdrehen. Oh, haben wir. Hallo. Oh, wir haben aber auch einen harten Schlag. Oh, das Klavier ist ja geil. Ja, guck mal. Kann man darauf spielen? Das ist mehr wert als Brams Kantine. Hammer.
So, jetzt durchsuchen wir hier mal ganz in Ruhe. Öffnen. Da bringen wir das. Nix. Geh und hol das Bagdad. Jetzt looten wir die Bar hier. Sehr gut. Ach, ist voll. Okay. Hey, schleich mal rüber und hol das. Da sind noch Kameras. Die Kamera ist ja dann da drüber. Was haben wir hier noch? Schalten wir den Alarm ab. Oh ja, der Alarm wird abgeschaltet. Das ist gut. Macht er das ja? Okay. Okay, der hat sich da reingenagt. In seinen Nagezähnen. Ein bisschen looten noch. Da kriegen wir einfach die Tür auf, aber wir müssen ja wahrscheinlich durch den Lüftungsschacht. Ist hier noch irgendwas? Reichhaltig essen in jedem Fall. Da kommen wir durch den... Bup. Die Frage, ob wir das jetzt noch brauchen, ne? Vermutlich komme ich dann jetzt nur an der anderen Stelle raus. Ja. Wäre jetzt in dem Fall gar nicht nötig gewesen, ne? Keine Abzweigung. Nope, führt nur hierher. Wo wir ja auch eben schon waren. Das ist jetzt in dem Fall gar nichts gebracht. Rhythm is a Dancer. Ist irgendwer drin? Nope. Eine Aurodium-Halskette. Das können wir alles verkaufen für viel Geld. Was ist das? Noch eine Halskette. Das ist auch mir egal. Die sind alle so reich hier. Da habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen. Das sind alles Leute, die mit Schwerverbrechen ihre Kohle verdienen. Und hier noch 100 Credits rausgefischt. Ich habe einfach ein Auge für Loot. So, hier war irgendwo eine Kamera. Da ist die Kamera, genau. Oh nee! Wie denn? Wie das denn? Wir sind uns schon einig, dass das Quatsch ist. Ach shit. Check ich mal meinen Blaster. Okay, alles klar. Ist immer noch. Mein Blaster ist auf Spaß eingestellt. Oh, die Kamera. Nein, scheiße. Ah, fuck. Hol sie dir, komm. So, dem Gesicht auf den Asphalt geschleudert. Bitte. Geh zu dem Terminal. Ja, sofort sabotieren. Was? Achso, das war die Kamera. Sabotieren, sabotieren. Da muss ich drücken, alles klar. Das ist kaputt, sehr schön. Ich weiß nicht, ob die Kamera jetzt gehackt ist. Sie springt jedenfalls nicht auf kleine Nagetiere an. So, hier müssen wir vermutlich auch nochmal irgendwie dieses Energiefeld. Was ist denn das? Oder ist das da, wo wir dann später rauskommen? Hier müssen wir eigentlich hin, da hätte ich noch... Das war der Typ von hier oben, ja, ja. Jetzt habe ich irgendwo noch ein Energiefeld nicht sabotiert, so wie ich das verstehe. Was ist da hinten? Das ist nur die Tür. Nein, 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 das ist albern, come on. Aber... Sag mal, das ist doch das Energie. Das ist doch das Ding für dieses Energiefeld da hinten. Hä? Was habe ich denn da übersehen? Das habe ich sabotiert. Das war doch. Ja. Was haben wir übersehen? Ist hier noch irgendwas? Zum Sabotieren.
Sieht nicht so aus. Hier waren wir überall. Was ist hier? Da. Guck mal, da ist noch eins. Gut, die Barriere sollte deaktiviert sein. Schön hier im Kartoffellagerraum. Jetzt können wir zurück. Und da kommen wir dann weiter. So, diese blöde Kamera hier. Das ist doch Quatsch! Hör auf! Los, der Tresorraum wartet. Die Kameras, die springen erst so richtig an, wenn man länger als eine halbe Sekunde erfasst wird. Daniel, ich bin im Turbolift. Beeil dich! Wie lange dauert es, bis die Kanto-Polizei hier ist? Das ist Sliros Gebiet. Hier kommt keine Polizei her. Ja, nur noch mehr Serik Besh. Mhm. Wo geht's raus? Warte mal. Was? Hey. Ist ja verrückt. Nix, ich brauche eine Abwehr. Mich verarschen? Was ist das denn gewesen? Ich mag das Ding nicht. Was war denn das? Was passiert hier? Lass sie hinter uns her! Ne, komm. Hm, da ist der. Der Tresorraum. Okay, das war ein bisschen quatschig gerade, oder? So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Oh, da hinten sehe ich schon was leuchten. Stimmmodulator, nehme ich. Bringt uns auf dem Schwarzmarkt sehr viele Credits. Genau wie dieser Durastahl. Und 100 Credits. Schönem Rhythmus. Also wenn ihr das noch nicht verstanden habt, wie das funktioniert, da kommt halt immer so ein Rhythmus, dip, 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 chip, chip. Da muss man halt drücken im Rhythmus, wenn die Lichter leuchten. Das ist alles. Hallo, ich brauche Verstärkung am Tresorraum. Ich habe die beiden. Ehre und tschüss. Okay, das war ein bisschen cool, oder? Das war, was war das denn? Dann dreht er sich ganz langsam um und dann... Naja, also die Leute sind schon ein bisschen inkompetent, auf jeden Fall. Hacken. Hacken. Ja, ich drück R2. Ach du Scheiße, muss ich jetzt die passenden Symbole finden, oder was? Was? Was ist denn das jetzt? Letzte Glyphe löschen. Zack. Was willst du denn jetzt? Warte mal. Ich muss jetzt mal checken, was ich da gerade gemacht habe. Warte. Was? Das war die letzte. Also damit fängt das an. Warte mal, das erste war das. Die anderen beiden sind jetzt ausgegraut. Okay, jetzt kann ich nur noch raten. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Gibt es irgendeine Logik dahinter? Ist das so eine Art Intelligenztest? What? Warte mal, das System check ich gerade noch nicht. Finde die richtige Glyphenkombination, bevor die Zeit abläuft. Glyph ist nicht Teil der Kombination. Glyph ist korrekt, aber an falscher Stelle. Glyph ist an der richtigen Stelle. Okay. Im Optionsmenü kannst du die abstrakten Glyphen gegen Zahlen austauschen, wenn dir das lieber ist. Ja. Okay, jetzt werden da Zahlen.
Okay, jetzt checke ich das. Also die 18 ist da richtig, die 22 ist... Okay, jetzt checke ich es. Okay, also 17, 20 oder 9. Eine von denen ist jetzt richtig. Die ist es nicht, dann ist es die 17 oder die 9. Oh, das war die 17. Alles klar. Sofort aufgehackt. Ich habe die Sicherheitsvorrichtungen ausgeschaltet, Daniel. Der Weg ist frei. Geh zum Tresorraum. Wir räumen hier draußen auf und treffen uns dann drin. Wie mutig diese jungen Leute sind, oder? Wenn die erwischt werden, dann droht ihnen ja ein grausames Schicksal. So, jetzt erleben wir eine böse Überraschung. Das geht nicht glatt. Es ist immer so, jetzt machen wir das auf, jetzt gehen wir da rein und denken, geil, geil. Und dann kommt diesen langen Gang entgegen, kommt dann der Oberboss mit zwei Bodyguards und sagt, well, well, well. Ja, ich muss da rein. Ich muss da rein, sagen. Daniel, ich bin am Tresorraum, aber hier ist ein Droide. Ah, du bist beim TT-8L. Gut, das Passwort ist Grandiocha. Was auch sonst. Hey, komm zurück. Ich weiß, dass du da drin bist. Mama Guido. Grandiocha. Hallo? So, das ist meine Story-Prognose. Der Tresorraum. Da kommen so gleich Leute. So richtiges Geld aus. Und überraschen uns. Diesen Gang auf diese Tür zu. Und dann so, well, well, well. You think you can break into the vault? Was haben wir denn hier noch? Da sind ein paar Gewehre drin, die scheinen sehr wertvoll zu sein. Sniper Rifle. Grundsätzlich eigentlich nur Waffen hier drin, ne? Machen wir ihn auf. Huh? Passwortknacker minus 1. Was, warum? Ach! Du bist nicht Derek Bash. Was ist das? Der Typ aus dem Intro. Ich könnte Hilfe brauchen. Es war alles richtig, der Code war gut. Asara, gefunden? Nein. Aber die Sache mit Sliro und Zarek Bash ist wahr. Wir müssen los. Du wirst bezahlt, wenn wir sicher sind. Versprochen. Was? Keine Bewegung. Entweder zahlt ihr jetzt oder zahlt einfach. Wir sind die Rebellenallianz. Und? Wir müssen los. Komm zu uns. Kämpf mit uns für die Zukunft der Galaxis. Was zahlt ihr? Dafür haben wir keine Zeit. Kann ihr nicht. Tudum. Haben die uns jetzt mitgeschleppt? Augen oder haben sie auf, uns liegen Kay. Lassen? Es geht los. Bringt Glück. Hallo? Okay, das ist leider gerade gefreezed. Hammer Time. Ja, wir hören, sie läuft weg. Die Frage ist, ob es jetzt danach weitergeht oder das jetzt für immer so bleibt. Wir sehen leider die Sequenzen. Ja. Wir müssen leider diese Cutscene abwarten. Wie ist denn euer Eindruck jetzt, wo wir gerade so miteinander hängen? Wie ist euer Ersteindruck? Ich kann es mit meinem moralischen Kompass nicht vereinen, eine rücksichtslose Diebin zu spielen, ja. Also, ich sag mal, was mir gefällt.
ich mag die Welt, wie sie so detailreich ist und wie sie bewohnt ist von den ganzen Kreaturen, die man aus diesem Universum kennt. Das macht schon Spaß. Also die Geräusche sind halt auch sehr Star Wars-lastig. Man taucht schon ab. Finde ich schon. Schön gemacht. Das ist authentisches Star Wars-Feeling. Das Gameplay ist bislang, und das ist, glaube ich, eher jetzt noch Tutorial, natürlich alles schon 13 Mal da gewesen. Das Klettern ist Standard, das Schleichen und die Takeouts sind komplett Standard. Die Computergegner sind dumm, offensichtlich. Also, die laufen da ihre Routinen ab und es gibt ja schon durchaus seit vielen Jahrzehnten Spiele, wenn man jetzt jemanden niederschlägt und die anderen Wachen sehen den Körper, dann schlagen die Alarm, sodass man den Körper irgendwo ins Gebüsch ziehen muss oder so. Hier scheint das gar nicht großen Faktor zu sein. Gab ja die zwei Situationen, einmal da am Fahrstuhl, als sie mich gesehen hat und dann hat sie mich ignoriert und hat sich ablenken lassen von dem kleinen Kuscheltier. Und die andere Situation an der Bar, als wir die über diese Tresentür da gezogen haben und die andere war einen Meter daneben und hat es einfach ignoriert. Also das spricht jetzt nicht dafür, dass sie sich besonders viel Mühe damit gegeben haben, eine akzeptable KI zu programmieren. Ich mag den Modus mit dem Tierchen. Ja, ganz schön finde, ist tatsächlich den Einsatz des Tieres. Wie gesagt, es gibt ja eigentlich immer bei diesen Star Wars-Spielen irgendeinen Begleiter mittlerweile und dem haben sie, finde ich, eine schöne Daseinsberechtigung gegeben, dadurch, dass der eingesetzt werden kann, um Loot zu holen, was sehr komfortabel ist, weil man dann halt nicht mehr hin muss. Oh, warte mal, lokaler Spielstand. 20:08 Uhr. Ja, bitte. Nee, warte, wie spät ist es jetzt? Hör auf. 12:30 Uhr, da habe ich es getestet. 20:08 Uhr. Wir müssen den Lokalen nehmen, fortfahren. Let's see what happens. Wir müssen uns nichts vormachen, sagt Brunnenworld. Habe ich das richtig ausgesprochen? Das Spiel ist von den Mechaniken her keine Offenbarung, aber das Setting carried das Game für mich komplett. Es lebt von der Atmosphäre, ja. Genau, zurück zum Tierchen. Was wollte ich sagen? Genau, es holt den Loot, weshalb man da nicht hinrennen muss. Das finde ich gut. Und ich mag auch, dass Tierchen einsetzen kann, um Gegner abzulenken oder so. So, da sind wir wieder. Wenn nicht, dann nicht. Das sieht schon mal besser aus. Die Auswahl des Ziels ist entscheidend. Siehst du? Die bemerken uns nicht einmal. Da lernt sie das Handwerk des Taschendiebstahls. Du bist ziemlich jung für eine Diebin. Ja, die haben so Samurai-Helme. Da war sie ja zu hochnäsig, ne? Hat sie ihre Umgebung nicht im Auge behalten. Wo bist du? Hab's vermasselt. Vorsicht! Oder, ach, du grüne Neue. Little Reaper, vielen Dank für die 5 Abos, die du in den Club knallst. Dank dir und Popoglanz. Willkommen zurück. Dir auch ganz herzlichen Dank. Ja, hat sie es gerade nochmal geschafft, ha? Das war aber knapp. Was hast du gelernt? Es ist nicht immer jemand für dich da. Schlaues Mädchen. Guck mal, das war schon unser Barfreund. So lange kennen wir uns schon. Okay, ich kann's erklären. Du musst Sliro sein. Deine Freunde sind fort. Freunde? Welche Freunde? Wie lange gehörst du schon zur Rebellenallianz? Du meinst es ernst? Was wollen die Rebellen von Zerik Besh? Hör mal, ich kenne keine Rebellen, aber ich kenne andere Leute. Lass mich gehen. Ich finde es raus und wir klären das gemeinsam. Du musst dir was Besseres einfallen lassen.
Oh. Du bist immer da, wenn ich dich brauche, Nex. Da hat sie ihn aber auch ganz schön benutzt jetzt. Oh. Wie komm ich raus? Jetzt ist, glaube ich, mit Stealth auch vorbei, oder? Da hat sie ihn einfach benutzt, den armen kleinen Freund. Holen wir sie uns, Nex. Nex, pass auf. Los, Nex! Ich mach dich locker fertig. Weiter so. Oh, bam, bam, bam. Was? Dann schnapp ich mir nicht selbst vor. Oh, das war mein Dart. Den fällt hier auf. Okay, da geht's weiter. Warte, jetzt können wir mal gucken, ob hier irgendwas ist. Die droppen ja leider kein Loot, die Leute. Sehr lootlose Leute sind das einfach. Hilft mir das irgendwas, wenn ich die jetzt schließe? Nee, wahrscheinlich ist das total egal. Immer nur von vorne. Es muss ein Weg hier rausgehen. Ja? Oh, ist alles voll hier. Guck mal, ist ärgerlich. Jetzt? Ja, sehr gut. Das hat sich doch gelohnt. Und was ist das? Voll. Die haben damit gerechnet, dass wir zwei Lebensbalken verlieren. Also man musste auch nicht die Türen hinter sich zumachen. Das ist da komplett egal. Man hätte ja auch nochmal so einen Faktor einbauen können, so ein bisschen paranoid. Dass man sagt, hier, wenn ich die Tür nicht schließe, passiert es ab und zu, dass auch einer von hinten kommt. Gut, das kann doch passieren, ne? Ich will ja gar nicht ausschließen, dass das noch kommt, aber es wirkt schon. Todesfall an dir, sofort! Mein Vermögen für den, der mir ihren Kopf bringt. Es wird keinen Ort in der Galaxis geben, an dem sie sich vor mir verstecken kann. Er ist sehr rachsüchtig. Aber sie hätte den ja auch einfach erschießen können, ne? Sie hatte den Blaster, tschak, tschak, tschak. Hat sie nicht gemacht, weil sie ja auch keine Mörderin ist. Also nicht, dass sie nicht schon gemordet hätte, aber das ist eigentlich nicht ihr Hauptanliegen. Bitte sei kein Müllschlucker. Okay, das ist nicht lustig, oder? Kleine Anspielung auf Star Wars natürlich, der Müllschlucker. Oh, schon der zweite Auftrag, der schiefgelaufen ist, Nix. Das ist mehr als nur Pech. Das war wohl nix. So. Lüftungsschächte. Das finde ich auch gut, dass die Leute in ihren Basen nie die Lüftungsschächte absichern. Mit irgendwelchen Gittern oder so, also irgendwas. Ach, sieh nur, das ist das alte Schiff. Neuer Plan, Nix. Wir stehlen es und fliegen hier raus. Ja, das klingt für mich auch gefährlich. Ja, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Easy. Ich halte lieber die Augen offen. So, das sind jetzt drei Leute. Ich sehe schon Dinge. Ich hasse Wachdienst. Nix. Jag es hoch. Einfach stealthen. Ja, so viel zum Thema Stealth. Huch, oh, ich hab nicht aufgepasst. Da hat er nicht aufgepasst, der Nils. Aber es, wahrscheinlich ist es auch egal, ne? Ob ich jetzt stealthe oder ob ich, baller. Das Einzige ist halt, dass ich Erfahrungspunkte dann kriege. Lass uns das hoch, ja. So, warte. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Was soll das so. Denn werden? Genau, so, das macht doch viel mehr Spaß. Warte, was? Jetzt kommt sie. Guckt sie das einmal an. Was ist denn hier los?
Das muss eine technische Fehlfunktion gewesen sein. Das schon lange gesagt, die sollen die Fässer da nicht so rumstehen lassen. Ist doch gar nicht. Die haben sie getötet. Aber da war nix. Jetzt habe ich das ja wohl gesehen. Moment. Was? Huch. Was war das denn? Das habe ich nicht gedrückt. Du darfst hier nicht sein. Was? Willst du mich? Die sind hier. Das fühle ich. Seltsam. Leg los, Nix. Was ist das für ein Ding? Bang. Ja? Oh oh. Husch! Komm doch mal auf die andere Seite. Wie eklig. Zurück an die Arbeit. Na toll. So, Zeit für eine kleine Showeinlage. Lieber so. Wachsam. Jetzt aber. Sieht verdächtig aus. Das schaue ich mir mal an. Das kann ja wohl... Sie kommen uns. Nein, du kannst nicht reden. Ich habe den Kinnhaken gegeben. Versteck dich, Nix. Die Tonne, Nix. Alles gut so, Nix. So, man kann das Spiel wahrscheinlich auch durchspielen, ohne eine Person zu töten. Aber das was machen wir würde nicht. Ich nur ohne dich tun, Kleiner? Ja, wir sind voll. Ja, das war's jetzt, glaube ich, auch. Muss ich mich heilen? Okay. Ja, dann gehen wir mal jetzt Richtung Raumschiff und hauen mal ab hier. Juhu! So, das gehört jetzt uns. Oh, da sind noch Leute. Hauen wir ab. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so gedacht, dass man da jetzt reinläuft, weil da unendlich Leute rauskommen vermutlich. Und so ist es viel dramatischer. Türen zu. Leiter fahren, oder? Nein. Was nicht. Tut mir leid. Oh nein, nicht schon wieder. Nein. Ach Gott, das ist schon wieder passiert. Warum? Warum? Ups. We did it again. We crashed the game. Aber ist da auch vom Timing her eigentlich ganz geil, mitten in der Explosion, oder? Okay. Also, Grafikkartentreiber sind aktuell bei mir. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich noch groß zu verantworten hätte. Wir nutzen das jetzt, weil von der Zeit es auch ganz gut passt, um an der Stelle Folge 1 von möglicherweise nur einer oder vielleicht auch mehreren zu beenden. Das ist Star Wars Outlaws. Wir haben ja während des Videos schon eigentlich Fazit gezogen. Ich hätte schon auch Lust weiterzuspielen. Ich glaube nämlich jetzt endet so ein bisschen der Tutorial-Part, wo wir sehr schlauchig durchgetrieben wurden und so verschiedene Gameplay-Features kennengelernt haben. Und ich glaube, jetzt öffnet sich das Spiel erst so wirklich. Jetzt wird es vermutlich erst richtig interessant. Mega blöd, dass es jetzt abgestürzt ist. Aber ich behalte mir vor, es nochmal weiterzuspielen, weil ich auch einfach sehen will, was danach ist. Wenn ihr es auch sehen wollt, schreibt mir einen Comments. Schreibt mir einen Comment. In den Comments-Bereich. Ciao, Leute.